Willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um die Golffähigkeiten. Was braucht eigentlich ein Golfer, um zufrieden nach 9 oder 18 Löcher oder auch nach dem Training nach Hause zu kommen, sich auf die Schultern klopfen zu können und sagen, wow, das war ein super Tag. Nun, viele studieren an der Technik rum. Das ist aber eigentlich nur ein Teil, der entwickelt werden muss. Was es sonst noch alles braucht, das siehst du hier auf diesem Blatt. Hier habe ich die wichtigsten Golffähigkeiten aufgelistet und es hat ein Spinnendiagramm darauf, wo du ganz einfach von Fähigkeit zu Fähigkeit einzeichnen kannst, wie gut du bei den einzelnen Fähigkeiten bist. Jetzt herunterladen kannst du dieses auf der Webseite www.fitforpar.ch. Es ist gratis. Du findest dort eine Schrift, die sagt, warum ist Golf so schwierig. Dann steht anschließend, klicke hier für die Antwort. Und wenn du dann darauf klickst, dann kommst du genau zu diesem Dokument. Lade es dir herunter. Schau dir die verschiedenen Fähigkeiten an, die man benötigt, um erfolgreich Golf zu spielen. Und bin gespannt auf dein Feedback, was du denkst über dieses Dokument. Bedanke mich für ein Feedback, für ein Abonnement und wünsche dir viel Spaß nun beim Ausfüllen und Analysieren deines Golfspiels, welche Fähigkeiten das wohl noch entwickelt werden müssen, sodass du mehr zufrieden und glücklich nach dem Golfspielen und Training nach Hause kommen kannst. Bis zum nächsten Video. Tschüss!